Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Country Returns 2 Tropical Freeze hier bei Crush Photofic 89. Ja, wir haben im letzten Part jetzt nun auch Naturkatastrophen pur im Samba, im Sturm und Feuerwasser-Limbo durchstehen müssen. Und nun geht's wieder weiter mit einem Raketenfass-Rock. Oh Gott. Da dürfen wir uns schon mal wieder auf eine Fail-Parade vom Feinsten gefasst machen. Vor allem, wenn ich jetzt erstmal gucken muss, wo jetzt wieder Puzzleteile sind, weil in den letzten beiden Levels haben wir es ja immerhin geschafft, alles zu finden, also hundertprozentig alle beiden Levels abzuschließen. Aber wie wird das jetzt hier schon wieder sein? Ich will gar nicht erst dran denken. Bin mal gespannt, wie der wie hardcore dieser Raketenlevel hier sein wird. Da scheint nichts zu sein, okay. Müssen natürlich uns vorher auch noch umgucken, weil es könnten auch, bevor wir das Raketenfass betreten, noch irgendwo ein Puzzleteil versteckt sein. Der geht sogar noch unter Wasser. Aber auch nur, damit wir ja ein Puzzleteil finden können. Ja, ein Bonus zum Beispiel. Oh! Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass dort sich einer befindet. Oje. Schon wieder diese Abschnitt. Naja, obwohl, der ist noch im Rahmen. Der geht noch. So. Aber aufpassen, dass ich auch wirklich wieder im Fass lande. Im letzten Part habe ich natürlich auch darüber gesprochen, wie die Videospielmagazine aktuell bewerten. Und ja, dass sie meiner Meinung nach ein bisschen zu schlecht bewertet, dieses Spiel ein bisschen zu schlecht bewertet wurde, weil es nur 80-85% erreicht hat. Aber es ist halt deren Meinung. Wenn die halt meinen, dass es nicht so gut ist, dann ist es halt auch deren Sache. Aber ich meine, ich hätte das Spiel wirklich weitaus besser bewertet. So, jetzt geht's los. Raketenfass. Oh Gott. Ich muss anscheinend die Bananenstauden alle einsammeln und den K-Buchstaben, wenn es geht, auch bitte. Oh shit. Also Bananenstauden, die großen bringen schon mal kein Puzzleteil, das ist schon mal sicher. Aber ich habe wenigstens das erste schon mal gefunden. Bams, bung, bim. So, dann nehme ich mal Dixie Kong mit. Aber es bringt ja auch nichts, weil selbst wenn ein Kong dabei ist, das Raketenfass hat immer noch nur maximal 2 Leben. So. Bin ich mal gespannt, um was dieser Riesenfisch will. Ich möchte es gar nicht erst erfahren. Oh Gott. Oh, da möchte ich alles. Yay! Und dafür gibt es ein Puzzleteil. Oh, wow! Boah! Wie krass muss man denn da timen? Kacke, jetzt geht's wieder los. Aber hey, das Puzzleteil habe ich, also je mehr Puzzleteile ich habe, jetzt desto besser. Okay, Diddy Kong, kommst halt jetzt du wieder mit. Dann geht's wieder ab. Ich muss aber auf die Kong-Buchstaben aufpassen, besonders der eine, der sieht krass aus, weil hätte ich den da bitte schön erreichen sollen. Da muss man wirklich direkt in das Loch rein. Das ist so knapp über dem Wasser, das ist echt krank. So. Das ist wirklich ein gigantisch großer Fisch, also der gefällt mir schon mal gar nicht. Ja, toll. Das Herz ist ein bisschen spät gekommen, meine lieben Leute. Ja, sammeln vielleicht lieber alle Münzen ein, das schadet nicht. Alter, wie man immer Münzen farmen kann. Oh, ich glaube, da möchte ich doch lieber lang. Verdammt. Aber dafür habe ich einen Treffer kassiert. Aber wenigstens gibt es einen Checkpoint und ich habe eh schon 3 Puzzleteile. Also so lang kann das Level jetzt nicht mehr sein. Ah, ich glaube, ich befinde mich hier bei beim Fischerdorf von beim Fischerdorf der Viehkinder. Oder beim Fischerhafen, keine Ahnung. Sieht jedenfalls so aus, weil all die Fische dieser Bergen, uiuiuiui. Aber der Große hier scheint ihnen Probleme zu bereiten, denn der macht ja alles kaputt. So. Da oben, Moment! Da oben ist doch Secret Exit, ich glaub's nicht. Oh shit. Na toll. Ey, da kann man auch noch unter Wasser. Das habe ich auch nicht gewusst. Ja, aber da kommt man gar nicht rein, weil man müsste da vorher vorher beim Raketenlevel sterben. Das würde also nicht funktionieren. Na gut, aber ich habe schon gesehen, da gab's einen Secret Exit. Na gut. Würde ich versuchen, mal das zu erreichen.
Zumindest glaube ich, dass das ein Secret Exit ist, weil das scheint mir auch ein Portal dorthin zu sein, aber... Warum bitte schon noch direkt vor dem Exit? Also, ich meine, so weit vor dem Exit, weil da fehlen ja noch da fehlen ja noch einige Sachen. Egal, ich gehe schon mal da rein. Zum Beispiel fehlen mir noch ein Kong-Buchstabe und einige Puzzleteile. Aber das ist tatsächlich Secret Exit. Aber da komme ich nicht ohne Dixie hoch. Ja, das ist doch nicht möglich, oder? Das ist doch ein schlechter Witz. Es ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Oder Cranky, der hilft mir auch nur hier hoch. What the fuck? Wie komme ich denn da hoch? Da brauche ich doch Cranky. Oder Dixie. Ach, shit, das ist nicht wahr, oder? Moment mal, die Musik. Bramble Blast aus Donkey Kong Country 2, ich glaub's nicht. Wie krass ist das denn? Ah, ich kann nicht überwinden. Und den Level möchte ich auch nicht beenden, weil sonst bleiben die Puzzleteile nicht gespeichert. Ach schade, die Musik musste ich wieder unterbrechen. Aber es ist tatsächlich Bramble Blast aus Donkey Kong Country 2. Den Level habe ich damals gehasst wie die Pest, weil das ist nämlich... Die Musik ist zwar wirklich epic schön, aber der Level an sich ist kacke schwer. Weil das ist... What the fuck? What the fuck? Diese Viecher springen mich auch noch an. Und wo ist das letzte Puzzleteil? Ah! Hey! Schneller! Oh, ich will nicht das Fischfutter enden. Wo war das Puzzleteil? Ich hoffe, dass es hier unter Wasser irgendwo ist. Also ist schon noch ein ziemlich großer Wasserbereich hier. Aber jetzt höre ich die Musik erst. Es ist wirklich Bramble Blast. Donkey Kong Country 2. Ihr werdet es schon sehen, warum ich den Level gehasst habe, wenn ich erst mein Let's Play zu Donkey Kong Country 2 mache. Der pennt da. Das ist noch ein Secret Exit. What the fuck? Hä? Was, gibt es etwa zwei Secret Exits in einem Level? Das ist doch nicht möglich. Ich hoffe nur, da oben gab es jetzt kein Puzzleteil. Ja, aber da komme ich nur auch nicht mit Dixie hin. Das gibt's ja nicht. Ich brauche einen Kong, um dorthin zu gelangen. Was ist eigentlich mit dir? Oh, das letzte Puzzleteil. Okay, wenigstens habe ich im Level alles gefunden. Okay, cool. Ja, aber mir fehlt ein Kong. Ich muss ja unbedingt einen Kong behalten bis zu den bestimmten Abschnitten. Also auf jeden Fall möchte ich noch die beiden Secret Exits hier durchmachen. Das machen wir jetzt auch noch in diesem Part, auf jeden Fall. Geil! Also wir haben wenigstens mal auch 100% erfüllt, aber leider müssen wir den Level noch zweimal spielen. Aber dieser Raketenlevel scheint nicht ganz so hardcore zu sein, wie es manch andere. Also wie der letzte auf jeden Fall. Vielleicht benutze ich mal... Ach nee, können wir von selber. Können wir eh schon mitten im Level bekommen an Kong. Aber natürlich muss es entweder Cranky oder Dixie Kong sein. Ich meine, Dixie Kong würde ich jetzt eher vorziehen, weil Dixie Kong braucht man direkt am Ende. Cranky Kong kann man noch in der Mitte verwenden. Ich würde sagen, dass ich erstmals mit Dixie versuche, das Ende zu erreichen. So. Glitzert auch so schön, das DK-Fass mit ihr. So. Dann mal los. Ich würde am liebsten aber eher die Bramble Blast-Musik hören, weil die ist episch. Nur, es ist halt nur die Sache, dass Bramble Blast wirklich ein Hardcore-Level ist, weil das... da ist wirklich extremes Hardcore-Timing gefragt gewesen bei den Fässern. Weil man ja durch ein einziges gigantisches Dornengestrüpp sich durchkämpfen musste bei diesem Level und... Boah, das war Hardcore. Aber ihr werdet das dann sehen, wenn ich erstmal das Spiel Let's Playe. Dann werdet ihr sehen, warum ich mich damals, wie ich mich damals bei den Level durchquälen musste. Aber vielleicht zeige ich auch etwas Skill und packe den Level ohne Probleme. So. Checkpoint nutzt mir natürlich nichts, weil wenn ich das einmal verkacke, dann muss ich natürlich wieder von vorne anfangen, weil ich muss das mit Dixie hier komplett durchmachen. Das ist erstmal die schwierigste Aufgabe hier, deswegen
mache ich dann erst den ersten Secret Exit erst danach, weil der ist ein bisschen einfacher zu erreichen. Und da braucht man entweder Dixie oder Cranky, weil hier braucht man Dixie, um gegen die Luftströmung ankämpfen zu können, weil sie kann mit ihrem Propellerzopf gegen die Strömung kämpfen. So. Los, aufpassen da. Ja, toll. Das findet der Typ auch noch witzig, aber... Bisschen Humor am Ende muss natürlich auch sein. Oh, diese Fische, die machen mich nervös. Boah. So, jetzt springen die. Jetzt muss ich natürlich unten bleiben. Ich sagte unten bleiben. Okay, danke. So. Ei! Mann, bitte. Lass es jetzt mir gelingen, das bis zum Ende zu packen mit Dixie. Aber jetzt weiß ich's, der Fisch hat nicht geschlafen, der ist da ins Wasser gestürzt und ist jetzt gestorben praktisch. Man muss gedrückt halten und schon, ja. Schon hilft sie einen gegen die Strömung. Indem sie einfach ihren Propellerzopf wirbelt und schon haben wir den zweiten Secret Exit erreicht. Kaum zu glauben, gleich zwei Secret Exits auf einen Streich, also auf einem bei einem Level. Yay! Banana! So. Okay. Dann gleich noch einmal den Raketenlevel. Aber vielleicht sollte ich lieber bis dorthin schneiden. Was meint ihr? Soll ich da schneiden? Ja, ich mach das mal, weil ihr habt das schon in den Levels zweimal gesehen und ich glaube, ein drittes Mal wollte ich das jetzt nicht reinziehen. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Ui, da haben wir dazwischen noch einmal Schaden genommen, aber ich hab's geschafft. Doink. Und da sind wir. Der zweite Secret Exit. Sehr schön. Okay, dann dürfen wir gespannt sein. Jetzt können wir uns zwischen zwei neuen Levels entscheiden. Naja, ich würde vorschlagen... ja, welchen nehmen wir denn am besten? Jetzt haben wir gleich zwei Secret Exit, aber hier unten muss doch auch einer sein, weil da ist sicher auch noch ein Level. Alter, wie erreiche ich den bloß? Oh, das hier sieht mir schon ziemlich gefährlich aus. Alter Schwede, Rankenrumba. Aber da ich hübsch nach der Reihenfolge gehen werde, möchte ich jetzt erstmals das hier machen. Swing dich durch. Was sollen denn die ganzen Zahnräder? Okay, checken wir das mal aus. Dürfen wir mal jetzt gespannt sein. Swing dich durch. Swing ding ding. Tanze und swinge. Mal gespannt sein. Okay, da ist mal nichts, oder? Sieht ganz so aus. Und hier wird Diddy Kong benötigt. Na gut. Aber erstmals muss ich diesen blöden Vogel mal wieder loswerden. Der nervt brutalst. Und ich habe das Gefühl, dass ich auch wieder diesen einen mit Helm brauchen kann. Weil da scheint wieder irgendwas zu sein, oder bin ich mir das nur ein? Ah, dass die Gegner immer wieder gerespawnt werden müssen. Das nervt. Ach so, die werden jetzt auch benötigt, um bestimmte Vorrichtungen zu öffnen. Okay. Aber auch nicht so schlecht. Also, wenn man da jetzt bestimmte Plattformen betritt oder wenn man da jetzt bestimmte Lianen aktiviert, dann kann man Ach, dieser blöde Vogel, der geht mir auf dezent auf den Keks. Der hat nicht einen dummen Gesichtsausdruck, der ist auch noch. Wir arbeiten also sozusagen mit Hebelmechanismen, okay. Also der hat nicht einen dämlichen Gesichtsausdruck, der sieht auch bescheuert aus noch zusätzlich. Und da ist ein Bonus. Wie viele Puzzleteile gibt es denn hier insgesamt? Ach du heilige Kacke, jetzt auch noch sowas. Ach, das mag ich auch. Oh ja, das mag ich vollst. Oh Mann, okay.
Sammle alles ein, DK. Oh. Ja, obwohl, das ist jetzt nicht so problematisch, so wie ich es... oh Gott, oder doch, oder doch, oder doch, oder doch, schaffe ich das? Lass mich, Bananen, bitte einsam. Komm, 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 zurück, schnell. Oh Gott, in allerletzter Sekunde, wir haben es geschafft. Oh, kranke Kacke, das war knapp. 5. So, der Level scheint auch nicht, entweder auch nicht so groß zu sein, oder die Puzzleteile sind nur an... Oder die Puzzleteile sind bei diesen sind jetzt nur an sehr wenigen Orten versteckt. Bams. Schön. Alle auf einmal gekillt. So. Da möchte ich auch alles haben. Und es gibt leider dafür nichts. Aber da sehe ich doch was. Aber wie komme ich da hin? Ich sehe das doch auch. Hinter dem Busch ist noch ein Puzzleteil. Aber wie um... Ah, da unten muss irgendwas sein. Aber ich frage mich, wie man dorthin kommt. Ich möchte mich da jetzt nicht trauen, da runter zu stürzen. Hä? Wie um alles in der Welt kommt man denn dahin? Check ich irgendwie nicht. Das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Hat trotzdem noch jetzt Treffer gezählt. Das klingt so komisch. Ich wollte mir das nochmal anhören, weil irgendwie klang das so witzig. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzuballern, du Spast. Aber wie immer das in der Welt kommt man jetzt bitte schön dahin. Geh weg, Mistvieh. Da ist der Bonus, da waren wir schon. Aber wie das jetzt zu erreichen ist, das entzieht sich noch aus meinen... erzieht sich jetzt gerade noch... Puh. Ja, wie sagt man? Das zieht sich jetzt aus meinen Kenntnissen. Da, irgendwo muss doch was versteckt sein, ein versteckter Eingang. Aber wo, bitteschön? Hallo, ich will da rein. Das dreht das wieder zurück. Hä? What the fuck ist das? Was in der Welt komme ich denn da runter? Da ist doch ein Fa... Nein! Das habe ich gar nicht gemerkt, dass da keine Plattform ist. Ja, ich sehe das doch auch. Ich meine, ihr habt das doch auch gesehen, oder? Ah, wenn man das nochmal dreht. Ja, klar doch. Also wenn man nochmal die Liane berührt, dann. Ach, klar doch. Das dreht nicht nur dieses Rad zurück, das... Pff, jawohl, was sollte man das bitte schon wissen? Ja, ist wirklich Try and Error alles. Nur Try and Error. Daraus besteht das ganze Spiel. Deswegen auch die Kritik von vorhin. Aber obwohl, so schlimm ist es natürlich jetzt nicht unbedingt. Hm. Das geht dann wieder nach oben. Kann ich das... Oh, oh, erreichen. Das ist so eine Zielscheibe. Na, ich wollte die Bananen holen. Scheiße. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber in diesem Spiel, da kann man meist ja auch nur failen, aber man wird immer mit Leben zugespammt, bis zum geht nicht mehr. Das merkt ihr bestimmt auch jetzt an der Lebensanzahl. Obwohl ich sollte darüber auch nicht meckern, weil wenn das Spiel schon so großzügig ist und einen so viel Leben spendiert, dann sollte man das auch annehmen, vor allem. Da kann man auch nicht so schnell Game Over gehen oder auch gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht schaffe ich einen No-Game-Over-Run in diesem Let's Play. Ich meine, garantiert ist es natürlich nicht, aber ein Versuch ist es natürlich wert. Was? Achso, ich muss ja alle Bananen sammeln und diese ganzen Feuerstachelschweine auch noch ausweichen. Verdammt, verdammt, noch eine letzte Banane. Wo sind die? Nein! Ihr Drecksviecher! Jetzt hätte ich die letzte Banane noch kriegen können.
Oh nein. Es gibt bestimmt wieder ein Puzzleteil. Zumindest glaube ich das, weil ich möchte jetzt nicht mehr drauf wetten. Wow. Wieso hält er sie nicht fest? Wieso springt er so blöd? Ich wollte zurück auf die Plattform. Ach Mann. Jetzt läuft da alles wieder schief, oder was? Eieiei, caramba. Oh Gott, die Plattform trollt mich auch noch, ist klar. Naja. Das aber fand ich wenigstens witzig. Also, auf jeden Fall habe ich jetzt meine Lektion gelernt. Während die Plattform sich nach vorne bewegt, die Liane ergreifen. So. Also, du wolltest die Gegner aus dem Weg räumen, weil die nerven brutalst. Was, verschwinde endlich, du. Ach, Mann. Geh weg! So, jetzt kann ich ungestört die Bananen alle einsammeln. Ich hoffe, dass es mir diesmal gelingen mag, sie alle zu bekommen. Oh Mann. Schneller! Fuck. Nein! Mann, das gibt's ja wohl nicht! Oh. Mann, das ist doch nicht möglich! Habe ich extra die Viecher aus dem Weg geräumt und jetzt ist trotzdem nichts gebracht. Verdammt, da bräuchte ich einen Kong, um da... Das ist eh so typisch. Na, da greift er die Liane jetzt mal nicht, obwohl ich mich umdrehe und danach greife. Ich lasse gedrückt. Weil, wenn man den Knopf gedrückt lässt, dann hält er sich auch garantiert immer fest und schnappt sich die nächste Liane, wenn man auf eine andere springt. So, aber jetzt. Genau so sollte man es machen. Erst auf die Plattform. Und dann auf die Liane. Ich hoffe, du hast es jetzt kapiert, Mann. Ja, ich hab's kapiert. Und ich hoffe, dass ich diese scheiß Puzzleteile nicht bekommen kann, weil es nervt brutal. So. Geht's jetzt auch weg, weil auf euch feurigen Viecher habe ich jetzt keinen Bock. So. Erstmal die oberen Bananen sich holen, weil das ist, glaube ich, am ehesten empfohlen. Schnell, schneller, bitte, bitte lass es mich. Mann, das ist doch nicht möglich! Alter, jetzt ist mal gut hier, okay? Und lass mich endlich diesen Kack hinter mir bringen. Ich will dieses verdammte Puzzleteil haben. Jetzt will ich schon wieder zuerst auf die Liane und dann auf die Plattform. Dabei ist es der große Fehler in diesem Bereich. Aber das ist so ein Reflex, weil das lockt auch so, wenn man auf die Eule springt und dann direkt auf die Liane zusteuert. Greif die Liane, greif die Liane. Das ist gut für dich. Jetzt palle ich mal richtig diese ganzen Stachelschweine ab. So. Ich glaube, das war mein Fehler, wenn ich auf die Liane schwinge. Das bringt natürlich gar nichts. Das gibt's nicht. Alter, wie oft muss ich den Kack eigentlich noch machen? Da muss ich einen Kong verwenden, weil sonst wüsste ich nicht, wie ich diese scheiß Bananen schneller bekommen soll. Dixie wäre da wieder angesagt, aber nein. Ich bekomme ja keinen Kong dazwischen. Nach jedem Checkpoint wäre es schön, wenn ich immer einen Kong bekommen könnte, aber das tue ich nicht. Mann, verschwinde dich, du blödes Stachelvieh. Du blödes Feuervieh, besser gesagt. Wie kann überhaupt ein Stachelschwein sich von selbst entzünden? Also das gibt für mich keinerlei Sinn. Aber es ist generell typische Nintendo-Logik. Nee, hol sie dir. Ja, was? Ist das alles? Dafür habe ich mich jetzt so überanstrengt. Ihr... Oh, ich sag jetzt am besten nichts, weil sonst, ja, kommt das noch auf mich zurück. Ich dachte schon, habe ich überhaupt die Zielscheibe getroffen?
Habe ich eigentlich schon. Aber die eine Banane habe ich nicht. Die brauche ich vielleicht noch. Zum Glück gibt es jede Menge dieser Wasserballons, um die Zielscheibe noch einmal zu aktivieren. Kein Puzzleteil, na gut. Eben nicht. So. Au! Ich wollte noch springen, du blödes Vieh. So, aber da bitteschön muss doch jetzt ein Puzzleteil versteckt sein, da oben. Ring, 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 ring. Das sieht gut aus. Ja, das sieht mir ganz nach einem Puzzleteil aus. Yay! Noch zwei fehlen. Wo sind sie? Das ist jetzt die große Frage. Oh nein! Ach, verdammt, ich hätte auf den das Vieh drauf springen müssen. Ja. Aber es respawnt. Oh mein Gott. So. Jawohl. Jawohl! Die Bananen, die sammle ich bitte alle ein. Und das bringt aber leider Gottes nichts. Ups. Upsa. Ich hoffe, da war jetzt kein Puzzleteil auf eins dieser Dinger. Ich würde es dezent durchdrehen, wenn da jetzt eins gewesen wäre. Das sieht mir auch so verdächtig aus. Als würde das irgendwas verbergen. Das könnte man doch umdrehen, oder? Hä? Ich check's nicht. Was ist das für ein Ding? Oh. Was? Wie komme ich denn da hin? Ey, ja. Kann ich überhaupt den Ding... Nein, kann ich nicht. Hä? Wie soll ich denn da die Zielscheibe erreichen? Okay. Schon kapiert. So. Ja, ist ja gut. Hört auf, mich zu schlagen. Ich hab's gecheckt, wie ich's machen soll. Banana ist im Überfluss und schon wieder so ein Büffel. Oh Gott. Schon wieder so ein Agro-Vieh. So. Bam, bam und tschüss. Bevor du mich noch störst, bringe ich dich lieber gleich... Oh nein. Der schon wieder. Bloß alle Bananen einsammeln. Bloß alle Bananen. Und schon wieder kein Puzzleteil. Ist ja nicht die Möglichkeit. Na, wie er jetzt für Bananenstadt auch eins gegeben hätte. Ey. Was soll denn das? Da dreht sich einfach die Plattform wieder ohne Vorwarnung um. So, geh weg, du blöder Vogel. So. Ich meine, die sehen auch wirklich blöd aus. Das sehen aus wie solche, Dodo-Hühner, also so. Ja, 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 du bist da so furchteinflößend. Und sehe ich da richtig, trägt er eine Kette? Es scheint so, als würde er jemanden gehören. So, jetzt aber schnell sein. Platsch. Oh Mann, jetzt habe ich die Bananenstaude wieder nicht erwischt. Oh, jetzt muss ich das öfter mit diesen Dingern hier arbeiten. Boah. Hey ja. So. Oh. Nein. Ich wollte noch das G haben. Nein, bitte komm zurück. Wie komme ich jetzt an das G? Hier ist... Oh Mann. Ah, das gibt's ja nicht. Da hätte ich vielleicht noch diese Wasserballons mit... Noch eins der Wasserballons mitnehmen sollen. Geh weg. Oh, man. Das ist echt nicht zu fassen. Aber es sieht schon so aus, als würde ich kurz vor Schluss stehen. Ich hoffe nicht, weil es fehlen mir noch zwei Puzzleteile. Ja. Donkey Kong, der Karatemeister. So. Bisschen spät. So. So, dann nehme ich noch eins mit. Schnell! Bevor sich das Ding wieder dreht! Nein! Alter, wie schnell soll ich denn das sein?
Und die Frage ist überhaupt, bringt das überhaupt was gegen diese blauen brennenden Eulen? Und überhaupt, wie können die überhaupt brennen? Sind das Feuermagier? Oder wie bitte um alles in der Welt sollen die da brennen? Ohne dass sie sich verbrennen. Praktisch, dass sich dabei. Ja. Dass sie dabei sterben. Das ist ja wieder typische Nintendo-Logik. So wie wir es kennen. Jetzt geh mal weg, du blöder Wasserbüffel. Möchte gern Büffel, besser gesagt. Ich bin ja so wütend und furchteinflößend. So in dem Sinne, oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Warum? Ich bin doch so schnell, wie es nur geht. Ich will das Ding mitnehmen. Ich will es mitnehmen, weil sonst... Oh. Okay, dann eben nicht. Dann lasse ich es ab jetzt sein. So. Ah, dann gehen wir mal weiter. Das ist schon wieder so eine Stage, die mich ein bisschen, die mir ein bisschen auf den Sack geht. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Sowas geht mir langsam dezent auf den Keks. Ich dachte schon, das war ein Fehler. Ja, das war einer. Oh. Man! Oh, langsam nervt das. So, können wir jetzt bitteschön weiter. Bams. Bum, bam, bing. Und tschüss, Büffel. Falls ich es über den Büffel darstellen soll, ich glaube ja, das ist ein... Ja, Stier. Obwohl, das ist schon eher ein Büffel. Ja, da ist man nicht schnell genug. Okay, ich versuch's halt jetzt mal so. Ja, wie soll man denn da rankommen? Könnt ihr mir das mal verraten, wie man bitte schon in den Kombuchstaben kommen soll? So. Da muss man sich auch treffen lassen von den scheiß blöden Viechern. Alter, der mit dem Schild macht mir Angst! Ist nicht euer Ernst, ey. Jetzt habe ich es endlich geschafft, den scheiß K-Buchstaben zu bekommen und... Macht mit dieser Lappen hier einen Strich durch die Rechnung. Ist doch nicht zu fassen. Wie noob ich doch von mir. Ja, obwohl, da hat er jetzt zusätzlich ein Schild, also der ist alles andere als... Ein gewöhnlicher Gegner. Mann. So. Komm. Und jetzt bitte. Ja, aber wie soll man sonst an den Kombo-Stamm rankommen? Da gibt es keine andere Möglichkeit, als sich treffen zu lassen. So. Ja, 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 entferne dich nur, entferne dich nur. Und BÄM! So, das hast du verdient, du blöder Spurst. Ich trau mich nicht. Das bringt sowieso nichts. Ich wollte jetzt wissen, ob da ein Puzzle, ob es da ein Puzzleteil dafür gibt, wenn man... Nein! Das ist doch nicht möglich. Oh, Mann. Boah. Ja. Oh, jetzt hat sich's ausgemut. Das kann ich nur sagen. Über dich, du. Boah. Buffalo. Heini. So. Autsch, heiß. Hol dir die Kombo-Staben. Und lass ihn jetzt an die Kante laufen und... Springen. Aber nicht zu weit, das hätte ich auch noch erwischt. Dankeschön. Puzzleteil! Nur noch eins fehlt. Gut. Ein einziges Puzzleteil. Und das ist leider schon das Ende? Moment, hallo, wie kommt man an die Liane ran? So. Ich traue mich nicht. Ich möchte da vielleicht wissen, ob da noch etwas ist. Natürlich nicht. Wo ist das letzte Puzzleteil? Da fehlt noch eins. Kacke. Ja, da. Da muss was sein. Ja, aber wie komme ich da bitte schön hin?
Da muss doch was sein, ey. Ach, da muss ich irgendeinen Mechanismus aktivieren, aber welchen? Das sieht man ja ziemlich verdächtig. Moment mal. Da ist eine Liane. Ach, verdammt. Ja, warum springt er denn nicht gescheit? Ich sollte loslassen, ich depp und nicht springen. Jetzt haben auf einmal reiche ich den Scheiß nicht mehr, oder was? So, jetzt. Okay. Die Liane tanzt sich aber auch gut. Man muss da nämlich rechtzeitig den Y-Knopf drücken, um dahin zu kommen. Aber endlich, jetzt habe ich alle Puzzleteile gefunden. Muss ich nur wieder bis ans Ende dieses Kacklevels kommen. Ich habe es ja gecheckt. Da bin ich froh, dass ich da nochmal nachgeguckt habe, weil sonst, ja, hatte ich was Wichtiges übersehen da. Okay. Bam. So, nur kurz mal schauen, ob meine HDP vorher auch aufnimmt, weil es gab ja mal einen Fail dazwischen, wo sie nach 8 Minuten plötzlich aufgehört hat aufzunehmen. Ja, ich müsste dann einen Wasserballon mitnehmen, weil ich wüsste sonst nicht, wie ich da ohne mich treffen zu lassen da durchkommen soll. Habt ihr eine Idee? Könnt ihr mir natürlich in den Comic schreiben, damit ich mir das für die Zukunft merken kann. So, und jetzt aber. Das muss jetzt was bringen. Endlich. Oh Mann. KONG und 5 Puzzleteile. Schön, da haben wir wieder eine 100% Run in diesem Part durchmachen können. Und damit würde ich sagen, im nächsten Part geht es dann weiter mit den anderen Secret Level. Dürfen wir gespannt sein. Der sieht ja nicht weniger gefährlich aus als das hier. Jetzt haben wir eigentlich schon Zugang zum Boss. Oha. Außerdem muss ich herausfinden, was jetzt mit diesem einen Level vor auf sich hat. Ich glaube, dass da noch ein Secret Level in Feuerwasser-Limbo versteckt sein müsste. Aber es gibt da noch einige Levels vorher. Wir werden also im nächsten Part noch nicht mit dem Boss anfangen können, beziehungsweise mit dem K-Level. Vorher geht es erstmal weiter mit Rankenrumba und mit Kanonenkassatschok. Was ist denn das für ein Wort? Ich kann da nur sagen Gesundheit. Na schön, Rankenrumba. Damit geht's weiter im nächsten Part. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Wolfie geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Donkey Kong Country Returns 2 Tropical Freezer. Auf Wiedersehen. Tschüss, Leute.